Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Sonntag, der 21. Februar, das ist der Gedenktag des heiligen Petrus Damiani, ein wichtiger italienischer Kirchenmann im hohen Mittelalter nach der ersten Jahrtausendwende. Von ihm ist jetzt nicht weiter zu sprechen, aber seinen Grabspruch, den will ich Ihnen zitieren. Was du bist, das war ich. Was ich bin, das wirst du sein. Bitte denk an mich. Ansonsten ist heute erster Fastensonntag und da macht die Leseordnung einen ihrer vielen, vielen netten Zufälle, also die ich für triviale Zufälle nicht halten kann. Da halte ich es mit dem Kardinal Volk, dem verstorbenen Mainzer Bischof, der gesagt hat, zufällt nur die Kellertür und wer mit Gott lebt, mit seiner Aufmerksamkeit und seinem Eingreifen rechnet, der entdeckt immer neu so kleine Zeichen seiner Freundlichkeit und Liebe. Und so ein Zeichen sehe ich darin, dass heute die erste Lesung aus dem Buch Genesis genau dort ansetzt, wo wir in der Bahnlesung abbrechen mussten. Wir sind ja ausgestiegen aus den Bahnen des Jahreskreises und das hätte jetzt mit Noah, der in die Arche stieg und das Wasser steigt und steigt, hätte das auch sein Bewenden haben können. Und was tut Gott? Er lässt heute im 9. Kapitel der Genesis das Ende dieser Geschichte erzählen. Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren: Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch. Und mit allen Lebewesen bei euch, mit allen Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind und mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf, nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden, nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. Der Regenbogen, das ist ein universal verständliches und gültiges Heilszeichen, das hier seinen Ursprung hat in diesem biblischen Bericht. Und so oft diese Noach-Geschichte schon im Kindergarten gelesen wird, Noach ist so wie Zachäus auch ein katechetischer Märtyrer, der also zum Gebrauch der Kinder und ihrer Glaubensbildung immerzu in die Arche hinein und aus ihr wieder heraussteigen muss. Aber so oft das gelesen wird, so selten scheint mir die Verheißung des Herrn, die er hier gibt, wirklich ernst genommen zu werden. Er sagt: Nie wieder werde ich mit einer Sintflut euch alle wegschwemmen wollen, also meinem Zorn freien Lauf lassen und das Problem mit der Sünde des Menschen dadurch lösen, dass ich einfach die Sünde ausrotte mit Stumpf und Stiel und mich nicht mehr ärgern muss. Und diese Zusage gilt nicht nur, glaube ich, für Wasser, sondern die gilt auch für alle anderen solchen Katastrophen. Und so dass ich ganz sicher bin, dass wir vom Herrn, der hier sich mit seinem heiligen Wort verbirgt, zwar um die Wehen der Endzeit nicht herumkommen können, aber dieses schrecklich Plötzliche, dass man keine Zeit hat, in sich zu gehen und sich zu bekehren, das verspricht er von uns fernzuhalten. Gottlob. Und ihn ernst nehmen, ihn bei seinem Wort nehmen und der Heidenangst entrinnen, die aufsteigt, wenn man sich überlegt, wie einen, wie heißen die, Asteroide treffen können und alles mit einem Schlag vorbei ist oder was man sonst für Katastrophen, Albträume haben kann. Ich bin es, sagt Gott, und Gott macht das nicht mit uns. Gott sei Dank, Gott segne und behüte sie alle.